Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come-In in Biberach mit unserer besonderen Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Wir denken heute im verlängerten zweiten harten Lockdown in Deutschland an die Menschen, die sich im Internet eine Heimat aufgebaut haben. Wir denken an die Menschen, die ihre Präsenz in eine Internetpräsenz verändert haben. Wir denken an die Menschen, die nur noch auf das Internet fixiert sind, auf die sozialen Medien, Netflix oder anderes. Wir denken an die Internetsüchtigen und an die Menschen, Kinder und Erwachsene, die an Nomophobie erkrankt sind. Wir denken an die Menschen, die noch Herr über ihren Internetkonsum sind und an die, die Sklaven vom Internetkonsum geworden sind. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.